Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Erklärbär-Video. So, heute sind wir, denke ich mal, in der letzten Neuerung. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich nenne es mal Wildtiergehege, aber hier kann man Hirsche züchten. So, machen wir mal auf. So, ich habe da hier schon mal was vorbereitet mit dem Trailer vom LSFM-Pack. Kann man hier halt, ich zeige es euch mal hier, die Tierchen da rein tun. Der ist auch für die Hirsche und Co. konzipiert. Das ist mit eingetragen worden, die Tiere. Das müssen wir bitte vernünftig fahren können. Dann hätte man schon die halbe Miete. Aber wie ihr seht, ich kann es nicht. So, Dilly. Weiter hier. Kommt wieder sein. So, gucken wir mal. Genau, so, tun wir mal die Hitze. Den Stall laden. Die Hirschkuh. Den Stall laden. Und den Hirschbock. Im Stall abladen. So. So, sollen wir das Ding hier loswerden. Schnappen wir schon mal zwei Ballen für die Fütterung. Oh, nehmen wir erstmal einen Ball und sagen, ob ich noch ob mehr wie einer reinpasst, kann ich jetzt nicht sagen. So, gehen wir aber erstmal in den Stall. Da, wo sind sie? Wo sind die Tiere? Da. Hier, Basisfutter. Hirsche brauchen Futter, Gras oder Heu. Und Wasser. Ich habe hier mal ein paar Heuballen hingeschmissen. Und die 25er sollten eigentlich reichen. Und dann können wir uns mal die Tierchen dann angucken, wenn ich hier was drin war. Hier gibt es irgendwo eine Futterraube. Wo war sie? Wo war sie? Wo war sie? Da hinten. Ich sehe sie. Da hinten ist sie. Hier ist ein kleines Wasserloch, das müssen wir mit Wasser auffüllen. So, ich hoffe, der nimmt Ballen. So, ich muss mal gucken. So. Hier, da hat Dämmerfutter ist voll. Das machen wir aus dem Stuhl. So, hier haben wir so ein Tierchen. Das müsste jetzt ein ziemlich kleiner. Das wird wohl ein Kitz sein. Gucken, ob wir noch so einen 12-Enter hier irgendwo rumschlappen sehen. Wo war das, die Hirschkuh? Das hier, das ist ein Kitz hier. Das hat die Punkte da drauf, genau. So, haben wir ihn mit. Ah, da hinten haben wir Hirschkuh, Hirschkitz und hier haben wir unseren Hirsch Heinrich. So, ja, alles ein bisschen in der Probe lassen, alles. Blum, wollen wir rausjapsen. Es fehlt halt Wasser. Ich habe jetzt 24.000 Liter mit aus dem Haar, aber 18.000 habe ich jetzt drin. Da fahren wir mal hier rein und versuchen die Tierchen. Hier ist oben klein neben dem Baugrundstück. So. Und lass mal schön das laufen. Da füllt sich so langsam mit Wasser. Und
langsam hoch die Wasserplane. So. Na komm. Pitsch, patsch, putsch. Das geht erstmal schwimmen, die Runde. Kann man auch mal machen. Aha, man trinkt unter Wasser. Auch nicht schlecht. Das ist ein Tiefseetauchen. Jetzt, so, den machen wir aus. So. Da haben wir es komplett versorgt. Hier ist Gesundheit, Produktivität, das wird ja steigen und alles. So, jetzt die große Frage. Was kann man mit den Tieren machen? Wie man hier so züchtet. So, gehen wir mal ins Menü. So, Produktionsmenü. Genau. Mal selber erstmal gucken, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es. No. Hier haben wir es zum Beispiel die Metzgerei. Kriegt man, liefert man Hirsch ran, kriegt man halt Hirschfleisch raus. Und dann gibt es noch den Schlachthof. Hier Hirschfleischverarbeitung. Hirsch rein kriegt man Fleisch und halt Haut. Also hier Tierhaut roh. Die sieht aber, wie ich gehört habe, Tierhaut roh soll sich nicht von den anderen Tierhäuten unterscheiden. Also an die allgemein gehalten als Tierhaut. So, und Tierhautproduktion, wo ist es? Die Aberei, muss ich die erst kaufen? Ganz wenn ich die erst kaufen muss. Die war ja hier unten. Lass uns mal hier hinsteppen. Ja. Hier will ich nicht einsteigen, ich will hier besuchen. Das Grillhähnchenwagen ist weg vom letzten Mal. Hier haben wir doch. Rudi ist woanders. Wo ist Rudis? Da ist es doch. Da ist die Birschke. Und hier ist... Hier geht's rein in die Lederherstellung. Mal gucken, kurz gucken, muss ich das kaufen, das Gelände? Wo bin ich? Da oben. Ne, kann ich nicht kaufen, also. Bin ich gerade dezent überfordert? Produktion. So, gehen wir nochmal oben hin. Alte Ölmühle, Saftpresse, Futtermischer, das ist Mai, das ist der vom Dings. Getreidetrocknung, Gewächshaus. Gewächshaus, Kompost, Verpackungsmühle, Apfelsortierer, Kornmühle ist bekannt, Lohnabfüller, Malzwerk ist bekannt. Jetzt gerade blöd. Leder, wo ist die Gerberei? Kann man das nämlich weiterverarbeiten, aber wo war denn die? Nee. Bei Brody kann man es verkaufen, die Leder, und das weiß ich. Aber wo ist jetzt die Gerberei? Nehmen wir die. Zack. Müssen wir nämlich kaufen, darum. Ja, jetzt haben wir es. Bis ich will eine Übersicht so. Besuchen. So. Hier sehen wir ja die Gerberei. Hier sind die einzelnen Arbeitsschritte, wo man dann daraus aus Tierhäuten halt Lederwaren macht. Wie das funktioniert, habe ich keinen Plan, habe ich mich noch nicht damit befasst. Aber der sich damit auskennt, wird das schon wissen. So, ich will aber das Video nie unnötig in die Länge ziehen.
Weil was man mit den Hirschen machen kann, habe ich gezeigt. Also kann man da oben züchten. Gehen wir noch mal ganz kurz auf das Tiermenü. So. Geht das an, wie viele Tiere reingehen? Nee, natürlich wieder mal nicht. So. Wo ist es der? Hier gehen rein 500 Tiere. Kann man sich also ein Wildgehege da mit Huhn betätigen. Man kann, also, je nachdem, wo man es hinschafft, kriegt man Fleisch, nur Fleisch oder Fleisch und Tierhäute raus. Wie gesagt, je nachdem, Metzgerei hat nur Fleisch und Schlachterei ist halt Fleisch und Häute. Und die kann man dann weiter verarbeiten. Aber ich würde sagen, ich komme zum Ende mit dem Video, verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.